wenn wir diesen völlig die Köpfe der nächsten Generation vermüllenden Medienkonsum einfach so weiterlaufen lassen, dann nähen wir die T-Shirts für China in 20 Jahren. Da bleibt gar nichts anderes übrig. Ja? Also das nochmal ganz plakativ, Fernsehen macht dumm, dick. Und drittens, gewalttätig. Das ist jetzt der Fernsehkonsum später dann. Als Schulkind. Wie viel gucken Schulkinder in Deutschland? 3 Stunden 20 Minuten. Dazu kommen noch einmal etwa 2 Stunden Computerkonsum. Und da muss man einfach mal sagen, was ist das? Was sind das für Inhalte? Und wenn Sie 18 sind, haben Sie etwa 40.000 Morde gesehen und 200.000 Gewalttaten. Wir wissen um den Kontext von Gewalt im Fernsehen. In 4% der im Fernsehen gezeigten Gewaltepisoden werden gewaltfreie Konfliktlösungsmöglichkeiten angesprochen. In mehr als 50% tut die Gewalt nicht weh, die lachen und hauen sich. In mehr als 70% kommt der Gewalttäter ungestraft davon. Wenn Sie das einmal angucken, macht er nichts. Aber wenn Sie das 200.000 Mal gesehen haben, bis Sie 18 sind, im Durchschnitt bei Kabelanschluss mehr, ja, dann kann Ihr Gehirn ja nur daraus die allgemeine Regel machen, es gibt viel Gewalt, es gibt keine Alternative, es tut nicht weh, man kommt davon. Aber wir wissen heute, dass Medienerziehung nicht funktioniert. Ja? Auch irgendwie schlau Fernsehen gucken. Nein, es gibt nur eine Sache, die schlau ist, abschalten. Ja? Also das muss man, das ist so dezidiert, wie ich sage. Und es gibt dazu jeweils Studien, die das klar zeigen. Die Studien sind auch nicht nur korrelativ. Ich meine, ich habe 5 Kinder, ich habe keinen Fernseher zu Hause. Jetzt werden Sie sagen, da werden die aber zu Außenseitern. Erstens weiß ich, bei meinen ist nicht der Fall. Zweitens, es gibt Studien, die zeigen, dass die Fernsehen gucken, zu Außenseiter werden, die nicht Fernsehen gucken, nicht. Je mehr Fernsehen, desto Außenseiter. Nachgewiesen. Zweites Gegenargument ist, da gehen Sie doch zu Nachbars. Ja, gehen Sie zu Nachbars. Müssen Sie freundlich klingeln? Was lernen Sie? Freundlich zu klingeln. Ja? Die Nachbarn sind auch nicht blöd. Schicken Ihre Kinder natürlich zu uns. Da ist kein Fernsehapparat. Wir reduzieren also sogar den Fernsehkonsum in der Nachbarschaft. Ja. Wenn wir diesen völlig die Köpfe der nächsten Generation vermüllenden Medienkonsum einfach so weiterlaufen lassen, dann nähen wir die T-Shirts für China in 20 Jahren. Da bleibt gar nichts anderes übrig. Also hört mir zu. Hört mir zu. Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr die Wahrheit wollt, geht zu Gott. Geht zu euren Gurus. Geht zu euch selbst. Weil das die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt. Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch, dass Kojak immer den Killer erwischt. Und dass nie jemand Krebs hat bei Archie Bunker zu Hause. Und egal wie tief der Held in Schwierigkeiten steckt, keine Angst, schaut nur auf die Uhr. Am Schluss der Sendung wird er gewinnen. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so, ihr erzieht eure Kinder so. Ja, ihr denkt sogar wie die Röhre. Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten. Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität, wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher aus, schaltet sie aus, schaltet sie auf der Stelle aus. Dreht sie ab und macht sie nicht wieder an. Dreht sie ab mitten im Satz, den ich jetzt sage. Habt ihr verstanden? Dreht die Apparate ab. Thank you.
Was ist denn hier los? Ich habe gekündigt.